schöne Erinnerung. Ja. An eine Zeit, die zwar unter einem anderen Namen stattgefunden hat, die aber, glaube ich, nicht für immer abgeschlossen und in irgendeine Schublade gesteckt werden muss, sondern die einfach ein Kapitel in unserer Geschichte ist. Das Video ist von einem ganz tollen Konzert, das wir alle ganz fett in unserer schönen Erinnerungskiste haben, im Strom. Und ja, das war tatsächlich, was die Musik angeht, das war ein Song, den wir früher, der sehr beliebt war aus unserem Repertoire, den wir jetzt nicht mehr spielen. Also in der Hinsicht, das ist schon eine Sache, die wir hinter uns gelassen haben. Aber ich glaube, es ist einfach so ein kleiner Meilenstein damals für uns gewesen. Und jetzt bauen wir darauf auf und hoffen, dass es solche Videos bald von unseren neuen Songs gibt. Wenn es umbenannt haben, hat zwei Gründe gehabt für uns. Zum einen war unser alter Name The Capitals schon vergeben an eine Soul-Band aus Chicago in den 60ern. Und zum anderen haben wir einfach viel neue Musik geschrieben, die nicht mehr wirklich zu alten gepasst hat. Und wir wollten einfach einen musikalischen und eigentlich einen Neuanfang in jeglicher Hinsicht machen. Ja, jetzt wo wir den Plattenvertrag unterschrieben haben, und ein Plattenvertrag ist ja nach außen hin immer so ein Zeichen, wo an was man so ein bisschen einen Erfolgsschritt von einer Band messen kann. Natürlich sind wir mega glücklich darüber und es ist eine Art Bestätigung für uns, dass sich auf jeden Fall schon mal ein Schritt dieses Weges gelohnt hat. Aber auch für uns jetzt nicht der Moment, wo wir sagen, gut, okay, jetzt hat sich unsere Einstellung bewährt und jetzt haben wir das irgendwie geschafft. Also es ist für uns in gewissermaßen immer noch der Anfang von einem Weg, der noch verläuft. Wir hatten diese eine Grillparty, nachdem wir den Vertrag in Hamburg unterschrieben haben. Und ich habe dann auf dem Rückweg einen Song gehört, den wir da ganz exzessiv gehört haben. Flöterweg oder so hieß er. Flöterweg. Von Sigur Rós. Sehr emotionaler Song. Und dann bin ich vor Glück in Tränen ausgebrochen. Wie klischeehaft das auch klingen mag, aber es ist wirklich so gewesen. Und dann, ja, ich glaube, das sagt alles. Wir konnten von Johann Scherer sehr viel lernen, weil er hatte diese Idee, die Band ein bisschen von diesem Indie-Klischee wegzubringen, dieses typische Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang und diese Indie-Rhythmen, die man hat, und hat stattdessen dem Bassisten einen Synthesizer gegeben, also Johann. Und bei mir sind die Toms weggekommen und das Ride-Becken, also sehr, sehr viel, was eigentlich ja immer gespielt wird. Und ich hatte plötzlich wirklich nur noch ein ganz, ganz kleines Setup. Und ganz viele so kleine Ideen hatte er. Und das war irgendwie sehr interessant, sich selber dadurch neu zu entdecken. Wahrscheinlich für uns als Musiker, die prägendsten Momente waren immer die, wo man darüber erstaunt war, dass aus dem Nichts oder eventuell halt eben aus dieser besonderen Magie des Studios ein ganz neuer Song entsteht, der eventuell nicht entstanden wäre, wenn man eben nicht an diesem Ort wäre. Und das hatten wir, weil auf dem Album sind ein paar Songs drauf, die eben dort entstanden sind. Für mich war halt die größte Offenbarung noch in der Vorproduktion, also Pre-Production vom Album, als eben die Idee aufkam, das Ganze wahnsinnig minimalistisch zu gestalten. Das heißt, wie Sami vorhin schon erwähnt hat, wurde das Schlagzeugkit reduziert, die Toms und das Ridebacken sind weggekommen, der E-Bass wurde größtenteils auf den Synthi übertragen, Juno, also ein Klangflächensynthesizer, ist dazugekommen, ich war mehr am Rhodes, also dem elektrischen Klavier. Und als wir das erste Mal in diesem Setup gespielt haben, war es für mich eigentlich, wie gesagt, eine Offenbarung, wie
das Potenzial plötzlich ausgeschöpft wurde, was wir halt als Gruppe hatten, auch vor allem klanglich. Die größte Sache war halt für mich, dass ich von Bass nicht ganz, aber größtenteils auf Minimoog umgestiegen bin und auch Juno. Und das sind zwei Synthesizer für Leute, die das nicht wissen. Ich habe immer nur Klavier gespielt und ich wusste nicht, was ein Synthesizer ist. Und dann habe ich das probiert und es hat irgendwie funktioniert. Und so, das ist halt sowas wie eine Offenbarung, von der du nie geträumt hast oder so. Sami, würde ich sagen, ist, also mal abgesehen von diesem ganzen, vom typischen Instrument, was man spielt, ist halt so derjenige von uns, der wahrscheinlich am allermeisten Ahnung von so technischen Dingen hat. Also wir sind alle, so was Computergeschichten angeht, sind wir relativ die Versager. Und Sami hat halt einfach den... ihr beiden vielleicht. Ja, gut, okay, du hast auch, du spielst ja auch Synthesizer. Aber Sami hat uns auch zum Beispiel unsere Website, die jetzt, das hat er in schlaflosen Nächten uns aufgebaut, wovon wir echt überhaupt keine Ahnung hätten, wie man sowas macht. Und ja, das ist so eine Sache, die Sami halt ganz besonders ausmacht. Johann, finde ich, macht aus, dass er wahrscheinlich nach einem großen Konzert, nach einem riesengroßen Konzert, danach nicht zum Publikum gehen würde und wie wir anderen irgendwie, keine Ahnung, Bier trinken würden oder abhängen würden, sondern er würde auch da wahrscheinlich in den Tourbus gehen und Songs schreiben, weil Johann wahrscheinlich der absolute Songwriter unter uns ist und eigentlich den ganzen Tag irgendwie Songs schreibt und da eben sich von uns in der Hinsicht diese charakteristische Rolle einnimmt. Jan ist wahrscheinlich, also alles nur jetzt meine Meinung, muss jeder irgendwie selber sagen, der von uns, der am meisten Musik hört und am meisten Musik kennt. Also hat halt immer irgendwie was Neues, Unbekanntes, wovon man irgendwie noch nie gehört hat. Ja, also Jan ist halt jemand, ich habe noch nie irgendjemanden so gesehen, der so viele Bücher gelesen hat und so viel Musik gehört hat und irgendwie so viele Sachen weiß, also irgendwie so der Intellektuelle unter uns. Und du bist der Frontmann. Er ist der typische Frontmann. Der geborene Entertainer.